Nintendo präsentiert. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Das Miasma ist dichter geworden. Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. Zelda, Prinzessin von Hyrule. Herzlich willkommen. Und es geht direkt los. Wahnsinn. Schaut mal, wie viel Herzen wir haben. Und Schloss Hyrule Untergrund. Ich hätte mir ja nie vorstellen gewagt, dass unter Schloss Hyrule ein solches Gewölbe existiert. Ich genauso wenig, Zelda. Ich genauso wenig. Dieses schwarze Miasma. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Für dich und mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf, unter Schloss Hyrule? Wir müssen tiefer hinein. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Aber wenn du bei mir bist, habe ich keine Angst, Link. Gehen wir der Sache auf den Grund. Okay, Zelda. Ich begleite dich dabei. Aber die Frage ist jetzt, was ist das Miasma? Was soll das sein? Irgendeine dunkle Aura? Was ist mit dem Masterschwert? Es leuchtet. Link! Das Masterschwert! Es leuchtet. Das Schwert, welches das Finstere zu bannen vermag, reagiert auf irgendwas. Wenn wir hier fortschreiten, werden wir zweifelsohne auf dieses Etwas treffen. Seit der Verheerung besiegelt wurde, ist das Schloss der Verwahrlosung anheimgefallen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sich ein solcher Ort darunter befindet. Wir sollten vorsichtig weitergehen, Link. Okay, Prinzessin Zelda. Ich gehe voraus und schwinge das Schwert. Halt, Link, sieh nur! Was liegt denn da? Was ist das? Ruinen! Überreste einer vergangenen Kultur. Ist das eine Inschrift? Stammt dies etwa vom Volk der Sonau? Gute Frage. Und eine noch weitere Frage ist, das Volk der Sonau? Welch kurioser Ort. Die gemeißelten Inschriften. Ich ahnte es. Alles, was wir hier sehen, entspricht dem, was ich bei meinem Studium der Sonau gelernt habe. Die Sonau waren ein Volk, das vor ewig langer Zeit gelebt haben soll, in einer Zeit, die heute Sage geworden ist. Sie sollen über geradezu göttliche Macht verfügt und ihr Reich hoch oben am Himmelszelt errichtet haben. Und wenn ihr Name auch in zahlreichen Geschichtsbüchern fällt, so weiß man furchtbar wenig Konkretes über sie. Sie sind ein Volk der Geheimnisse, mysteriös und unergründlich. Ah, okay. Ein Volk von vergangener Zeit, die heute eine Sage ist? Sieh nur diese Statuen hier.
diese Statue ein Sonor darstellt? Schau doch, echt lange Ohren. Die sahen wohl ganz anders aus als wir. Tatsächlich. Das würde ich auch mal als komplett anders als wir bezeichnen. Doch wie nur sollen Spuren eines Volkes, das am Himmel lebte, tief im Erdreich unter dem Schloss zu finden sein? Es scheinen noch weitere Funde auf uns zu warten, Link. Lass uns weitergehen. Prinzessin Zelda, wenn Sie das möchten, dann gehen wir gerne weiter. Wow. Auch komplette Energiebalken voll. Was? Auf den Angriff bin ich jetzt gespannt. Mit voller Power. Okay, krass. Ich hab keine Ausdauer mehr, shit! Und die ersten Gegner sind hinüber. Alles in Ordnung? Es waren nur Fledermäuse, Zelda. Was ist das? Wandbilder. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Hm. Und diese Bilder. Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Schon wieder ein Sonau. Wie die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Und das scheint Hylianna wie wir zu sein. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Meine Vorfahren, die Begründer der Königsfamilie. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianer auf der Erde. Und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. Doch dann betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Unglaublich. Dann muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten. Episch. Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell. Guck mal, das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht. Das Switch OLED. Ich kann damit alles hier aufzeichnen. Genau dafür ist es gemacht. Der Rest ist leider zerstört. Da kann man nichts mehr erkennen. Was ist das hier nur für ein Ort? Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. Bist du dir sicher, Zelda? Willst du da wirklich rein? Ist die Ausdaueranzeige leer? Muss man sie wieder regenerieren lassen, okay? Ist das ja das Miasma, was sie vorhin angesprochen hat? Dieser Qualm am Boden. Wie episch, wie weit es da runter geht. Was werden wir jetzt hier finden?
Ein riesiger Stein, der gegen das Miasma ankämpft. Wo sind wir hier? Lass uns gehen, Link. Und sei bitte ganz, ganz vorsichtig. Okay. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wow. Sieht aus wie eine Träne oder ein Samen. Und es kann leuchten. Oh. Oh no. Irgendwie muss es ja passieren, aber so? No way! Das Maß des Wortes zerbrochen. Link! Das soll das heilige Bannschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen. Ein nutzloser Klinge. Zelda. Und du, Träger des Bannschwertes, Link. Rauhos große Prophezeiung. Sei jämmerliche Firma. Woher? Kennst du unseren Namen? Was macht ihr? Was macht er da? No way! Wie mächtig der ist! Der ist ja abgefahren wie sonst noch was. Der schiebt das ganze Schloss nach oben. Und der ganze Arm ist verbrannt. Nein! Zelda! Link, rette sie! Rette sie! Er schafft es nicht. What? What? Was geht hier ab? Krass. Was wie ein Einstieg in dieses kranke, heftige Monstererlebnis. Alter Schwede. Wow. Es ist der Arm, der uns gerettet hat.
das, Mann. Sein Arm sieht komplett anders aus. Pechschwarz und lange Fingernägel. Du bist also erwacht, Link. Zelda hat mir viel von dir berichtet. Du hattest eine ernste Verletzung erlitten. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten. So ist es also. Diese unbekannte Stimme hat uns gerettet. Total zerfressen, das Masterschwert. Oh nein. Zerfressenes Masterschwert. Das Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen. Jedoch ist es vom Miasma unter Schloss Hyrule zerfressen. Offensichtlich. Dass es auf jeden Fall nichts Gutes ist. Y ist angreifen. Und unser Ausdauer ist auch wieder geschrumpft, leider. Was ist das? Nanu? Ein Siegel? Wir konnten die Tür öffnen. Ob ich mich daran festhalten kann? Das würde ich gerne ausprobieren. Kann ich schon klettern? So sprinte ich. Okay, mit Sprint und dann hinlaufen. Geht anscheinend doch nicht. Einen letzten Versuch wage ich noch. Es sieht nämlich so aus, als ob man sich da festhalten könnte. Oh! Okay, ich bin drauf gelandet, aber er hat sich nicht festgehalten. Na gut. Gäbe es da oben was? Sieht nicht danach aus. Oh, das ist schön. Das gefällt mir. Jupp. Kletter Link. Aber wie lange hat Link jetzt geschlafen? Cool. Also es sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Oh, das wird ein gewaltiger Hecht. Wenn du aus größer Höhe ins Wasser fällt, sei leise Grundschaden. Also Wasser ist das Streu aus Assassin's Creed. Eine Truhe! Altes Beinkleid. Einfache und klassische Beinkleidung. Sie ist zwar schon abgenutzt, aber erfüllt noch ihren Zweck. Die Sandalen sind etwas mühselig zu schnüren. Okay, ich öffne das Inventar. Ausrüsten. Und ansonsten sehe ich hier keine weitere Truhe auf den ersten Blick. Wow. Wow. Das ist die Himmelsstadt? Episch. Thank you.
10 out of 10. So drauf. Wird das geil? Gänsehaut. Gänsehaut-Moment. The Legend of Tears of the Kingdom? Geil! Ja, Mann! Zum Beschleunigen halten. Welch ein epischer und genialer, düsterner Einstieg, meine Freunde. Seid ihr genauso gespannt wie ich? Was werden wir alles erleben? Was wird auf uns zukommen? Wenn ihr das wissen möchtet, dann schaltet doch gerne im nächsten Part wieder ein. Hier bei mir auf dem Kanal Game Jam Deutschland. Dann geht's weiter mit der vergessenen Himmelsinsel. Liken, teilen und abonnieren. Bis dann.